Vor 40 Jahren nahm alles seinen Anfang. Verona Weißhäupel hatte eine Vision. Sonnenschirme. Aber jetzt nicht irgendwelche, sondern richtig gute, qualitativ hochwertige, sozusagen der Rolls-Royce unter den Sonnenschirmen. Gesagt, getan, inzwischen sind Weißhäupel Sonnenschirme die Klassiker schlechthin. Und ganz klar, jetzt, wo sich die Sonne wieder öfter zeigt, geht es richtig rund im Werk in Stephanskirchen. Nicole Rehmann ist aber für uns mittendrin in der Produktion. Da ist sie. So ist es und ich sehe gerade schon, es geht ganz, ganz einfach mit dem Aufziehen. Das hat man hier schon mal gut gemacht, aber bei einem Blick nach oben sieht man auch, warum es noch so ganz, ganz leicht geht. Da fehlt nämlich noch die Bespannung obendran. Aber in der Gestellmontage ist das eben auch nicht das Thema, sondern da finden die Teile aus Holz zueinander. Eschenholz übrigens, das wird gedrechselt, zugeliefert und dann in Handarbeit zusammen montiert. Unter anderem ist das auch so ein Teil, was da dazugehört. Das sieht eigentlich aus wie so eine kleine Krone, nennt sich aber Schirmnarbe. Aber 7000 Stück haben eine ganz schön hohe Qualität, sagt Philipp Weißhäupel. Aber er sagt auch, die Handarbeit ist nicht für die Qualität unbedingt ursächlich, sondern... Nicht unbedingt. Das sind natürlich die guten Materialien. Das heimische Eschenholz ist sehr stabil. Und vor allem unsere super Mitarbeiter, die da mit Engagement und Herzblut dabei sind. Das macht die Qualität aus. Sie produzieren ja jetzt ganz schön viel vor von diesen Schirmen, über die Hälfte im Winter. Ist das nötig? Das müssen wir sogar, ja. Weil die Leute entscheiden sich, Schirme zu kaufen, erst wenn die Sonnenstrahlen rauskommen. Vorher macht sich da keiner Gedanken drüber. Und sobald die erste Sonne rauskommt, muss es natürlich zackig gehen. Da müssen die Schirme geliefert werden, weil die Kunden möchten nicht lange darauf warten. Und deswegen müssen wir über die Hälfte der Schirmgestelle im Winter vorproduzieren. Und unsere Mitarbeiter haben natürlich auch über den Winter Arbeit. Und somit kommen wir gut übers Jahr. Ganzjährig gut was zu tun. Und wir sehen eben schon die Handarbeit hier, das nehmen wir jetzt langsam richtig Gestalt schon an beim nächsten Gestell. Und da sehen wir jetzt aber eben, da fehlt ja die Bespannung. Und dafür gibt es hier eine eigene Näherei, die sich darum kümmert. Und auch hier ist Handarbeit angesagt. Erst wird der Stoff nach Muster ausgeschnitten. Und dann, je nachdem, was es für ein Schirm werden soll, ob eckig oder rund, sind es dann eben 4 Stoffteile oder 8 Stoffteile. Die werden so zu kleinen Paketen geschnürt. Und die gibt es dann wirklich in den unterschiedlichsten Varianten an Stoff, also verschiedene Muster und auch Farben. Acht Mitarbeiterinnen nähen hier die Stoffteile dann zusammen und so unterschiedlich jetzt die Stoffe ausschauen. Sie haben eines gemeinsam, Frau Weißhäupel-Erl, die sind aus Acrylfaser und nicht aus dem Polyester, wie ja viele andere Schirme sind. Was ist da der Vorteil davon? Ja, das ist richtig. Also wir nähen ganz bewusst aus Acrylfaser, weil die Acrylfaser, die Gewebe so eingefärbt sind, dass die Farbe nicht verschwinden kann. Also über wirklich viele, viele Jahre verändert sich die Farbe nicht, bleicht nicht aus. Außerdem sind unsere Stoffe imprägniert. Das heißt, sie können nicht schmuddeln, sie werden nicht schimmelig und der Regen wird einfach besser abgehalten. An so einem Tag wie heute sehr hilfreich, wenn sie regenfest sind. Sie können jetzt aber das nicht vorproduzieren. Ihre Damen sind jetzt wirklich gerade mittendrin in der Arbeit. Warum nicht? Warum nicht? Ganz einfach. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder möchte eine andere Größe, andere Farbe. Wir haben runde, eckige, quadratische Schirme. Bestellungen kommen einfach jetzt, nachdem es so schön wird, jeden Tag rein und jede Bestellung ist anders. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, leider. Die Idee hatte ja Ihr Vater, der hatte sich die geholt in Italien. Wie kam das? Er war mit seinen Freunden auf einer kleinen Reise, ist dann über den Marktplatz in Verona geschlendert, sieht die Marktfrauen unter diesen Marktschirmen sitzen und denkt sich, warum nehmen wir die nicht auch zu uns nach Hause in die Gärten? Bis dato gab es nur winzig kleine Coca-Cola-Schirmchen, so erzählt er das immer. Ja, hat sich die dann zusammengebastelt, selbst aus Holz gedrechselt, montiert und... So ging es los, vor über 40 Jahren. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch den Stoff auf die Gestelle bringen. Vielen Dank, Frau Weißhäupel-Erl. Und dafür ist natürlich in der Montage eine eigene kleine Abteilung. Und da ist man schon ganz schön weit. Man sieht, da wird jetzt gerade noch geschraubt. Herr Weißhäupel, das schaut schon ziemlich fertig aus. Kann das sein? Ja, der Markus ist jetzt an den letzten Zügen. Der macht jetzt noch die Bespannung am Schirmgestell fertig und fest. Mhm. Und dann sind wir eigentlich fertig. Er kontrolliert dann noch, dass alles passt. Spannt ihn einmal kurz auf, kontrolliert die Bespannung und dann ist der Schirm fertig zum Verpacken und zum Versand. So knappe Stunde dauert das dann ungefähr insgesamt so alles zusammen? Alles in allem, Gestellmontage, die Holzkomponenten vorzubereiten, die Bespannung zu nähen, vorher zuzuschneiden. Das braucht alles in allem eine gute Stunde, ja, je nach Schirmmodell, aber eine Stunde brauchen wir schon. Jetzt ist ja das ein komplett neuer Schirm, aber Sie bieten auch einen Service an, dass Sie die Schirme reparieren. Wir können bei unseren Schirmen alles reparieren, ja. Mal in die Jahre gekommene Schirme, da können wir jede Strebe, jeden Masten, wir können jedes Schräubchen, die Bespannung, wir können alles auswechseln.
Und das ist eigentlich auch ein Service, den die Kunden extrem gern annehmen, weil sie sind froh, wenn sie ihren liebgewonnenen 20-Jährigen, die halten bis zu 20, 25 Jahre. Die sind ja nicht ganz billig, bis zu 2.000 Euro, da würde ich ihn reparieren lassen. 2.000 Jahre und da haben die Leute schon 2.000 Jahre, 25 Jahre. Und das wäre enorm gewesen jetzt mit 2.000 Jahren. Das wäre ein bisschen lang, ja. Na, und da haben die Leute wirklich ihren Schirm liebgewonnen, mhm, und lassen da gerne alles austauschen, mhm, vor allem die Bespannung lassen sie reinigen. Wir haben gerade vorher nämlich schon gehört, die Bespannung, erzähle ich nämlich hier, die ist doch ziemlich dreckig, aber Ihre Schwester hat gerade vorhin erzählt, das hält eigentlich ganz gut was aus. Was ist denn da mit dem passiert? Der Schirm ist jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von einem Baum gestanden oder unter einem Baum gestanden. Der hat natürlich schon ein bisschen gelitten, aber hier, das ist kein Problem. Man kann den selber reinigen, man kann mit dem Gartenschlauch abstrahlen oder in hartnäckigen Fällen wie hier, können Sie uns den Schirm schicken, dann können wir den reinigen lassen. Vielleicht auch andere Farbe wäre günstig gewesen, oder? Naja, wenn man einen Schirm so in der Nähe von Bäumen stehen hat oder unter Bäumen stehen hat, dann ist vielleicht ein dunklerer Farbton geeigneter. Oder unser Klassiker, unser Multicolor, da sieht man natürlich die Verfärbungen auch kaum. Und das ist, was ist mit einer Hülle? Eine Hülle würde ich immer empfehlen. Eine Hülle ist zwar nicht nötig, es ist ähnlich wie beim Auto. Ein Auto ist besser aufgehoben in der Garage, kann aber auch problemlos draußen stehen bleiben. Das ist gleich bei unserem Schirm. Wenn man eine Hülle nimmt, hält er natürlich länger, aber sie ist nicht zwingend nötig. Aber ich würde sie trotzdem empfehlen. Vielen Dank, Herr Weißhäupl. Merkt man schon bei den Sonnenschirmen, da steckt richtig Herzblut drin. So, und jetzt schauen wir uns das gute Stück einmal noch an, bevor wir uns dann in der Abendschau um kurz nach 18 Uhr drum kümmern, wo kommen die denn eigentlich hin? Denn 70% sind wirklich Privatkunden und nicht nur hier, sondern die gehen auch ins Ausland. Oh, das ist aber nicht schlecht. Unter anderem auch zu Hollywood-Stars. Und da wollen wir natürlich schon dabei sein, gell? Wie das dann so ist mit diesen Geschichten und den Hollywood-Stars und den Schirmen. Schön ist da drunter, ich stelle mir gleich dazu.